Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Halbfinale der Winter Series 1. Und ja, wir haben da ein weiteres Top-Match, nämlich in Blau Lucifron gegen den Spieler in Rot. Das ist The Viper. Da sieht man, The Viper hat sich für die Mongolen entschieden und Lucifron für die Rus. Und dabei muss man noch anmerken, die Bans, die die beiden rausgepackt haben, das ist etwas überraschend. Denn The Viper hat das Heilige Römische Reich gebannt. Fragt mich nicht warum, aber er hat es getan. Lucifron hat daraufhin, oder hat, das sind ja blinde Bans, hat die Engländer gebannt. Also die beiden sind raus. Weiß nicht, warum das HE auf der Liste steht. Engländer kann ich noch ein bisschen verstehen. Aber eigentlich auch, man kennt eigentlich die Standardbans eher die Mongolen und die Rus. Aber gut. Es ist, was es ist. Es sind auf jeden Fall die erste Jagdhütte natürlich. Mongolen gegen Rus-Spiel. Das heißt, man hat sehr viel Dynamik auf der Map im frühen Spielverlauf. Man möchte sehr viel von den Rehen klauen. Man möchte das hier alles machen. Das Jagdgold, die Nein. Gleiches gilt natürlich bei Lucifron. Er würde das gerne sammeln wollen. Er ist bei 70 aktuell. In diesen ersten gleich anderthalb Minuten. Ja, so baut sich jetzt das Spiel erstmal auf. Mal sehen, wie erfolgreich Lucifron ist. Viper versucht auf jeden Fall einiges dran zu setzen, das alles zu verhindern. Hat den Kahn auch mit dabei, der auch noch snipen kann. Da wurden zwei Wölfe gepult. Einen hat Lucifron hier gepult. Also zumindest ein Wolf da weggeschnappt. Das ist natürlich eine weitere wichtige Goldquelle, die man verhindern kann. Wenn man einfach alle Wölfe mitzieht. Und die sind meistens in Gegend der heiligen Stätten. Da sind immer wieder mal ein paar Wölfe anzutreffen. Oder eben in den Kartenecken. Das ist auch alternativ ein Spawnpunkt, wo das passieren kann. Wo die Reliquien auch sind. Das ist immer so, wo man halt quasi Mönche durchschicken möchte. Und die aber Gefahr laufen, gesniped zu werden. Da findet man meistens die Wölfe. Das sieht man auch. Hier ist noch einer mit dabei. Und Lucifron kriegt auf jeden Fall gut Geld zusammen. Also kann man nichts sagen. 2 Minuten, 200. Das ist schon sehr sportlich. Hat da noch einen Wolf mit dabei. Das waren schon 230. Hat zudem noch ein paar Schafe, die er, glaube ich, noch nicht umgeschlagen hat. Also die 250 sollte er ziemlich sicher haben. Wobei, wenn er den... Ja, weil wenn er den eben diesen Wolfskill abgilt, vielleicht doch nicht so. Ich glaube, viel ist schon auf der Map gar nicht mehr. Okay, hat hier noch 3 Schafe mit dabei. Also doch, das sollte... Normalerweise sollte das schon reichen. Da ist der Versuch tatsächlich da von der Viper. Versucht diesen Wolf noch loszuwerden. Aber Kahn macht halt im ersten Zeitalter nicht wirklich besonderen Schaden. Aber er wird es schaffen. Er wird das schaffen. Kann den Wolf... Oder der versucht den zu killen. Nein, hat nicht funktioniert. Der ging an der Viper. Das heißt, es ging kein Gold an Lucifron. Also, das ist ein wichtiges Snipe. Wie gesagt, das zögert diese 250 raus. Womit man eben mehr Sammelrate und natürlich auch mehr oder schnellere Goldgenerierung von den Jagdhütten bekommt. Natürlich grundsätzlich ist es Gold, das natürlich Lucifron bekommt. Er hat genügend bereits für sein Wahrzeichen. Ist bei 360 aktuell, hat jetzt auch die 400 Nahrung. Da geht es dann auch ins goldene Tor. Standard BO. Währenddessen bei Lucifron wird hier mit dem Gear gesammelt. Das Obo steht weiter draußen. Baut momentan fleißig Dorfbewohner. Hat eben alles an Jagd erlegt, was man da so machen kann. So, jetzt beruhigt sich das erstmal wieder für den Augenblick, weil jetzt passiert gerade nicht viel. Es geht nämlich auf Zeitalter Nummer 2 auf beiden Seiten. Die Frage ist dann, was ist der nächste Schritt? Kommt das professionelle Speer-Upgrade? Ich meine, es liegen jetzt natürlich schon überall die Rehe rum. Beide wissen, wo die ganzen Rehe liegen, weil man eben so viel am Scouten ist. Und da kann man quasi auch versuchen, gegen die Nahrung zu stehlen. Die Jagdhütte könnte das Upgrade erforschen. Die Jagdhütte der Gär ist ja locker dafür da, um das mit dazu zu holen. Speer wären natürlich auch schon ein paar da. Kostet natürlich einiges Gold, dieses Upgrade. Und da wurde gerade direkt was verkauft mit dem ersten Handel. Da ist gerade das Gold hochgegangen und es wurde was verkauft, damit man sich das Speer-Upgrade holen kann. Professionell Speer ist also unterwegs. Hier fehlt noch kurz das zweite Zeitalter bei der Viper. Fehlt aber nicht mehr viel. Und dann mal sehen, wo man anfängt, das zu klauen. Ein Vorkommen hier. Zeitalter ist ready. Nein, es gibt als allererstes einen Schießstand. Auch wenn der Kahn da gerade im Weg steht. Hat ihn gerade aber nicht gestört. Also die Richtungen sind ein bisschen unterschiedlich. Wobei man aber auch mit dem Schießstand natürlich ein bisschen Druck machen kann. Und gerade versuchen könnte, eventuell die Späher zu snipen. Die Chance ist nicht mega hoch, aber man kann sich dran versuchen. Wenn das bei Lucifron gilt, natürlich jetzt erstmal Nahrung schnappen, Nahrung sammeln und alles hier vorm Dorfzentrum abwerfen. Neuer Handel wäre parat im goldenen Tor. Und hier werden immer noch die Späher verfolgt. Kahn teilt natürlich jetzt ein bisschen besser aus.
quasi doppelter Schaden. Da wurde nochmal ein Wolf tatsächlich erlegt und damit 275, ja, es ist genügend, es war davor schon bei 250, aber auf jeden Fall genügend Gold dafür, den Bonus Stufe 2. Hier der Speer, guckt nochmal, man sieht jetzt auch, okay, die ganzen Speer hier, das ist natürlich entsprechend verdächtig, da kann man sich schon in etwa ausrechnen, was der Gegner vorne jetzt hat, auch die Bestätigung, er sieht, dass das aufgeladen wird, Viper weiß, professionelle Speer sind auf jeden Fall ein Thema, mein Gegner spielt damit und versucht jetzt hier natürlich möglichst effektiv und schnell Nahrung zu sammeln und eventuell kann ich dazwischen funken, denn da gibt es, ja, im Prinzip die beste Waffe dagegen. Nämlich Mangudai. Die Bogenschützen, die schießen können, während sie reiten. Das ist gegen Speer natürlich sehr viel wert, weil die Speer, die versuchen eigentlich nur durchzulaufen und wegzulaufen. Wenn man eben Einheiten hat, die während dem Laufen schießen können, kann man die ganze Zeit austeilen. Problem für die Mangudai ist, die müssen recht nah ran. Deren Angriffsreichweite ist ziemlich kurz. Mit 350 nicht sonderlich besonders. Damage 7 ist jetzt auch nicht der Burner, aber ja, mit dem Nachladepfeil Fokus drauf, ein Speer schon mal weniger. Kostet das ein Speer hier? Oh, es fliegen viele Pfeile. Ja, es kostet den. Da wurden nochmal einige Dorfbewohner eingeladen, um die Salve rauszunehmen. Aber es ist kein Mangudai gestorben. Mangudai-Tod wäre tatsächlich schlimmer. Für der Viper in dem Fall, weil die kosten deutlich mehr Ressourcen. In dem Fall einer kostet 120,40. Doppelproduktion entsprechend auch, aber halt noch Steine mit dazu. Und das sind nochmal zwei. Ja, mit dem Vierertrupp müsste jetzt man zur nächsten Nahrungsquelle laufen. Oder man kann versuchen, hier vorne zu campen und das abzufangen, was da rauslaufen will. In dem Fall ist da drüben auch was. Den hat er auch gesehen. Also die Späher von Lucifron leben jetzt gefährlicher. Das sind die Mangudais auch auf Abfangkurs, weil man weiß natürlich eben, welche Wege der Gegner nehmen kann. Und hier wird selber das auch mit dazugelassen. Auch hier gab es die professionellen Späher. Hier allerdings die Jagd ist nicht erfolgreich. Liegt da noch irgendwas Übriges? Ne, aber da draußen liegen noch welche. Also das kann auf jeden Fall abcampen und damit schützen. Und das ist hier der Versuch, hier Kontra zu geben, aber da wurde halt schon die Hälfte eingesammelt. Drei liegen aber noch. Das ist natürlich jetzt Speer, also die können nicht einfach schießen. Ja, da waren die drei aufgesammelt, also ein bisschen Klau ist mit dabei, aber eben solange Lucifron das hier hält, kann er quasi ein komplettes Vorkommen von seinem Gegner wegklauen. Da geht es nur darum, wer kann hiervon mehr sammeln. Da liegen noch die letzten vollen sieben. Hier sehen wir aber auch schon der schnelle Go in die Abtei der Dreifaltigkeit. Das ist das schnelle dritte Zeitalter für Lucifron. Will da nicht viel Zeit verlieren. Militär ist quasi ein bisschen Minimalprinzip. Und der Versuch jetzt natürlich hier die Speer so durchzuschleusen, dass sie nicht an den Mangudais vorbeikommen. Die Mangudais sind gerade ein bisschen gespreadet unterwegs, um eben alle Wege abzudecken. Weil man weiß ja, irgendwo hier in der Gegend muss er doch sein, der Gegner. Hier ist mal einen der Speer. Das sieht natürlich dann Lucifron auch, weiß dann zumindest, wo ein paar der Mangudais sind. Kann man jetzt da hinten rankleben. Und die Speer, die stehen jetzt erstmal hier auf Standby. Ein bisschen Sorge. Da kann man noch die Überlebenstätigen für Viper, damit eben schneller diese Nahrung auch verarbeiten kann. Der Speer ist, glaube ich, am Leben geblieben. Ja, ein bisschen Schaden abbekommen. Währenddessen wird hier... Ah, das zuerst geklaut. Also da ist der Viper erfolgreich. Eins geht dann noch an Lucifron. Und damit haben wir noch den Part hier unten. Da gibt es noch die volle Ausbeute. Wenn das nächste Mal noch der Versuch hat, ein paar Einheiten oder Speer oder sonst was zu finden. Da kommt jetzt ein Kriegermönch. Und auch dagegen sind die Mangudai nicht so schlecht. Der wird natürlich am liebsten auf die Reise gehen und direkt alle Reliquien einsammeln. Wenn das eine Viper ist, da immer noch auf seinem zweiten Zettel, dann muss das also versuchen zu unterbinden. Sammelt aber auch gut Ressourcen, kann selber gleich in die Steppenredoute gehen. Dauert nicht mehr allzu lange. Hier sehen wir aber auch Schießstände und dann gibt es hier die berittenen Bogenschützen. Die können im Vergleich zu den Mangudai nicht schießen, wenn sie sich bewegen. Aber die sind dafür die etwas solideren Einheiten im stehenden Fight. Natürlich in dem Fall auch die Spezialeinheiten der Rus. Also da... Das Reiter aufeinandertreffen. Hier wird nochmal die letzte Nahrung mitgenommen. Was noch übrig ist, da hat sich auch Lucifron noch mit eingemischt und ein bisschen was geklaut. Aber dann hat sich das Drama gleich mal erledigt. Da ist die Steppenredoute. Dauert aber noch, bis die fertig wird. Und nahrungstechnisch, da geht noch was. Vier liegen noch. Da ist einer da, das heißt eins kann noch geklaut werden. Aber dann ist natürlich Viper deutlich näher mit seinen Speeren. Der eine Speer versucht da nochmal mit durchzukommen, aber da ist nochmal Abfangkurs angesetzt. Währenddessen, wo ist der Kriegermönch? Da ist er. Er hat Eskorte ein bisschen bekommen, um die erste Reliquie, die hinten lag, aufzusammeln. Hat also die erste von den fünf. Da liegen noch zwei in der Mitte. Eine auch ein bisschen mittiger und eine eher in der Nähe bei Lucifron. Bei Viper, Entschuldigung, nicht bei Lucifron. Und der eine Speer wird jetzt hier noch verfolgt. Vielleicht kann man da noch was abluchsen. Das sind aber die berittenen Bogenschützen unterwegs. Da sieht man das. 85 HP, 12 Damage. Die Mangudai zum Vergleich. Wobei man hier auch sagen muss, natürlich ist noch ein Zeitalter schlechter. 85 HP, 7 Damage.
Aber selbst wenn die Abwehr bekommen, kann sie trotzdem nicht ganz mithalten, weil man die Angriffsreichweite eben 3,5 und hier die Angriffsreichweite ist 4,5. Also die einen können zwar schießen, während sie reiten, aber die anderen schießen von weiter weg. Die Mangudai sind in bestimmten Momenten nette Einheiten, aber im direkten Fight haben sie es sehr schwer. Bei sowas können sie gut, das sind so Nahkampfeinheiten, Kiten, das ist mit Mangudai super, weil man im Prinzip nur laufen muss. Das Schießen geht von alleine, wie auch beim Khan. Aber eben die Reichweite ist halt nicht so gut. Und jetzt kommt halt wieder ein Bogenschütze mit dazu. Dann geht das Spielchen jetzt hin und her. Kommt da noch ein Veteranen-Upgrade für die Mangudai mit dazu, würde mich wundern. Oh ja, das kommt tatsächlich. Veteranen-Mangudai. Und da wurden auch mehr geballert. Also tatsächlich, Viper investiert in seine Mangudai. Hab schon länger keine mehr gesehen. Also in der Masse. Bin gespannt, ob das funktioniert hier natürlich. Die Vision durch den Wald ist ein bisschen eingeschränkt. Da fällt auch der erste Mangudai direkt um. Der zweite wird runtergefokust. Die Briten im Bogenschützen machen das sehr viel Schaden. Die Speer versuchen das aufzuhalten. Und jetzt kommt da noch mehr Reinforcement dazu. Hat jetzt hier Viper genug, um da Kontra zu geben. Hat die Speer noch mit drin. Der Fight ist natürlich unübersichtlich in diesem Wald, weil man einfach nicht vernünftig Vision hat. Die Mangudai schießen die ganze Zeit so gut es geht. Aber die Briten im Bogenschützen schießen zurück. Und da muss sich Viper erstmal zurück zu Lucifon. Kann diesen Kampf gewinnen. Vor allem eine Gegnerscheinheit dann, die Briten Bogenschützen, wie man sieht, machen da richtig viele Argos-Snipen, eine nach der anderen. Und da, ja, können die Mangudai einfach nicht so viel machen. Es sind einfach nicht so die krassen Einheiten. Zudem hat natürlich das Upgrade auch gefehlt, das hilft auch nicht unbedingt. Jetzt sind die Veteranen. 105,9. 85,12, also der Damage ist halt einfach nicht da. 9:12, trotzdem ein gutes Stück mehr an Schaden. Wenn die Hitpoints von denen nicht so krass sind. Puff jetzt außenrum. Viper will den Plan, wie es aussieht, noch nicht aufgeben. Er baut nämlich weitere Mangudais mit dazu. In dem Fall aber auch noch das Upgrade hier. Den Fernkampfschaden um 1. Klingt nach nicht viel, aber da die eh schon so wenig machen, ist das prozentual gar nicht mal so schlecht. Zudem wird das auch den Fernkampfschaden vom Khan. Auch nochmal ein bisschen. Das ist eine sehr agile Truppe, aber es sind halt schon richtig viele berittene Bogenschützen. Also ich sehe gerade nicht, wie die Mangudais dagegen ankommen. Ansonsten, was hat sich bei Lucifron so getan? Der hat fleißig Reliquien eingesammelt, hat 3 schon und hat sich alle geschnappt. Er hat nämlich auch die hier mit dabei und die hier liegt auch nicht mehr. Ich sehe gerade keine Reliquien mehr auf der Map liegen. Also er hat sich wirklich jede gekrallt. Ja, da ist das Kloster, da ist die vierte. Also alle 5 Reliquien gehen hier an Lucifron und damit sieht das richtig gut für ihn aus. Weil Vipers Mangudai einfach nicht krass genug sind in dem Fall. Haben sehr, sehr schwer in dem Fight. Ja, die Speer können sich halten, das ist kein Problem. Aber die Speer sind nicht das Hauptproblem. Die berittenen Bogenschützen sind das Hauptproblem. Jetzt ist aber noch ein Lanzenreiter dabei, ein bisschen Frontline. Weil Frontline hat gerade Lucifron nicht wirklich. Also der Kollege hält halt nicht lange genug. Die DPS von den berittenen Bogenschützen ist einfach zu krass. Und da wird Viper gerade Stück für Stück abgeräumt. Ich glaube, da wird es schwierig, das einfach durchzuhalten. Klar, seine Gebäude sind relativ sicher. Weil alles, was hier Lucifron hat, macht quasi keinen Gebäudeschaden. Ja, die Speer können es versuchen, aber die Speer sind nicht so viele. Und die Briten Bogenschützen machen natürlich fast gar nichts. Aber die räumen halt die Einheiten, die Gegner schnappen. Und dann leben natürlich auch die Dorfbewohner in Gefahr, wenn das Spielchen so weitergeht. Zudem heilige Städte eingenommen. Einkommen pro Minute für Lucifron im Gold. Er muss nicht mal Gold sammeln und bekommt einiges da rein. Sammelt mit dem Rest einfach Nahrung und Holz. Und ballert währenddessen weiter in seine berittenen Bogenschützen durch. Also er hat die Map-Control. Er hat gleich die zweite von 3 heiligen Städten. Kann die dritte auch noch rangehen. Und macht hier trotzdem weiter Druck. Ja, mit dem Fokusfeuer aufs Obo. Viele Steine sind eh nicht mehr drin. Aber trotzdem, man würde natürlich dann den Bonus verlieren, wenn man ihn noch gerade irgendwie versucht zu verwenden. Und jetzt wird was anderes ausgerüstet, nämlich normale Bogenschützen. Mit auch dem Veteranen-Upgrade. Aber das dauert noch. Mal sehen, ob Viper das unter Kontrolle bekommt. Das Obo wird derzeit einfach geopfert. Das hat eh nur noch 60 Steine. Also es ist an der Stelle eh nicht mehr so relevant. Da wird es nochmal weitergeritten zur dritten von 3 heiligen Städten. Die wird allerdings oder soll neutralisiert werden von einfach einem Speer. Also, dass das nicht schief geht, aber ja, Obo ist down. Nächstes Gebäude wird anfokussiert. Ein paar Mal alle Bogenschützen wurden gebaut, aber hier sind immer noch so viel von Lucifron. Ja, 22 berittene Bogenschützen. Und 6 Speer hängen noch mit ab. Die ballern jetzt eben auf die Schmiede mit drauf. Da wird gerade noch Fernkampfrüstung erforscht, dass man einfach da weniger Schaden abbekommt. Aber weiterhin, die Truppe steht hier einfach teilt aus. Hier der Fight sogar noch um die Heilige steht. Auch der wird von Lucifron gewonnen. Somit hat er gleich alle 3. Kriegt richtig viel Gold, ohne was dafür tun zu müssen. Weil er auch alle Reliquien abgegeben hat. Und geht weiter nach draußen, um Ressourcen zu sammeln. Und für Viper sieht das gerade schwieriger und schwieriger aus. Da einfach irgendwie durchzuhalten, am Leben zu bleiben. Aktuell wirtschaftstechnisch sind wir bei 50
zu 51, also da gleich auf, es sind noch keine Dorfbewohner gestorben, aber das Militär, wie man sieht, 45 zu 20. Und selbst dann von den 20 sind Einheiten dabei, die einfach nicht gut sind im direkten Kampf. Einfach nicht gut genug in dem Fall. Nochmal der Versuch, da vorbeizuschauen in heiligen Städten. Der Kriegermönch geht doch da hinten ab. Und Lucifron ist noch etwas geduldig. Aber weiß natürlich, sein nächstes Ziel wäre ein Dorfbewohner, dass er daran kommt oder eben hier mehr Schaden zu machen, wenn er einen guten Fight bekommt. Da gibt es nochmal den Nachladepfeil, dass man da ein bisschen schneller schießen kann, aber es ist einfach sehr, sehr einseitig in Sachen Militär. Auch die Lanzenreiter, die drin sind, leben einfach bei weitem nicht lange genug. Zudem ist hier noch der Kriegermönch, da gibt es noch den Angriffs- und Rüstungsboost für alle Einheiten von den Russen mit oben drauf. Und da hat Lucifron einfach eine überwältigende Streitmacht in der Position. Da gab es gerade frisch einen Marktplatz, aber der hilft hier halt leider Viper auch nicht. Er fleht es die ganzen Dorfbewohner. Und damit wird das Spiel von schlecht zu quasi nicht mehr gewinnbar für ihn. Weil er fleht einfach hier zu viel. Wir sind jetzt bei 53, 34, 49, 7. Das Dorfbewohnerverlust ist nicht so krass, aber wie man sieht, er hat einfach absolut kein Militär. Einzig der Khan steht da noch, aber alle Reinforcement hätten wir dann auch abgefahren. Es wird kein Gold mehr gerade gesammelt, wenn das Lucifron bekommt. Gold for free. Und es läuft auch gerade der Game Overtimer und da ist der Leaf von Viper, weil er wusste, dass das wird so nicht funktionieren. Da ist der Gegner einfach schon zu gut aufgestellt. Da wird sogar noch hier um die Position gekämpft mit dem Lanzenreiter. Also da, ja, da ging einfach nichts mehr. Aber das, ja, die Mangudai, drum sieht man sie nicht mehr häufig. Sie sind einfach nicht so die überzeugende Einheit. Gut, je nach Situation. Wie gesagt, gegen Nahkampf können die schon kiten, aber halt die berittenen Bogenschützen sind die viel krasseren Units im Direktvergleich. Da konnte er einfach beim besten Willen nicht gut gegenhalten. Die Fights hat er einfach ziemlich massiv verloren. Und dann, ja, wurde das schlimmer und schlimmer. Und somit das 1-0 geht das an Lucifron. Das heißt, Viper hat einen Map-Pick. Mal gespannt, wofür er sich entscheidet. Und der Viper wollte einen schönen Ausblick. Hat sich zudem dafür die Russen gepickt und Lucifron für die Map hat sich für die Franzosen entschieden. Also die Russen jetzt nicht mehr zur Verfügung. Ja, die Map ist für die Russen an sich ziemlich elegant. Man hat über diesen Tarnwald, kann da Jagdhütten reinstellen. Es gibt ja auch relativ viel Nahrung, die man natürlich wieder sammeln kann. Und wir sehen direkt Jagdhütte, da wird dann wahrscheinlich auch ein weiterer Späher folgen, dass man einfach direkt auf die Reise gehen kann. Weil man wird ja da keine Zeit verlieren. Man sieht auch schon, ein zweiter Späher ist hier auch schon sogar mit dabei. Also ja, wieder das Early Game gucken, was man so von der Map einsammeln kann. Gerade auch Wölfe sind was Wichtiges. Man sieht auch hier Lucifron zieht die mit Absicht dran. Und auf der Map ist es, glaube ich, so, dass um die heiligen Städten auch ein paar Wölfe und einige Schafe abhängen. Hier sind schon mal zwei. Da ist noch ein dritter. Das ist genau die Situation. Also da muss man eigentlich quasi vorbeischauen, weil da gibt es viele Wölfe, die wichtig sind. 75 Gold pro Runde. Ja, da sieht man nochmal weitere Späher im Bau. So, wie erfolgreich wird das hier für der Viper? Wie viel Gold kann er da generieren? Währenddessen Lucifron das eben momentan manuell sammelt. Mit den Franzosen natürlich die Möglichkeit zu den königlichen Rittern. Hier auch, wie man noch sieht, die Wölfe im Schlepptaum. Snipe trotzdem noch die Rehe weg. Da ist jetzt der Gegner da und versucht da auch noch sich mit einzumischen. Aber der Last Hit geht an Lucifron. Da sind noch drei Rehe übrig. Der Hit geht an Viper, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das ist bei 80 Gold. Das ist bei 95. Das ist bei Goldtennis gar nicht so hoch, um ehrlich zu sein. Da ist jetzt noch nicht so viel da. Also 95 nach 2 Minuten ist jetzt noch nicht der größte Burner. Jetzt hat er die 100 erstlich mal erreicht. Er hat nochmal ein Schaf mitgenommen. Und ja, für Lucifron. Also an sich sieht das, glaube ich, ziemlich solide aus, was er da bis zum Early Game abgeliefert hat. Aber der Viper jetzt nicht mega erfolgreich. Ich weiß noch nicht, ob er noch irgendwo Wölfe im Schlepp hat, aber es sieht gerade nicht danach aus. Also nee, so viel Jagdgold hat er bisher nicht. Hier war aber noch niemand. Also hier geht noch einiges mit den Schafen und den Wölfen. Da wartet noch einiges an Gold abgeholt zu werden. Und hier wurde auch nochmal ein Wolf gefunden. Das wird auf jeden Fall noch für Viper. Es kommt später. Es bremst ihn auf jeden Fall ein bisschen aus, aber er hat die 200 Gold für sein goldenes Tor, wenn er das dann bauen möchte. Indessen hier ist auch noch Lucifron weiterhin unterwegs. Ja, da kommt jetzt an der Stelle vorbei. Da ist schon ein Wolf mit am Start und das, da kann man hier noch mehr und mehr mit zusammensammeln. Ich bringe gerade mal ein bisschen den Turbo mit drin. Da sehen wir, das goldene Tor ist unterwegs. Und hier wird es auch nicht mehr lange dauern, bis, ja, zur Kavallerieschule. Hier ist man noch unterwegs und mehr Wolf-Ärger, der wurde jetzt gesniped, paar Schafe mit dabei und da wurden noch mehr Wölfe gefunden. Also da kommt dann endlich das Gold zustande für der Viper, der momentan eben nur auf 160 gerade unterwegs ist. Was nicht so viel ist, also da haben wir ja schon, ich meine, man hat schon eine ziemliche Bandbreite gesehen, was da möglich ist. In den ersten 5 Minuten an Sachen Gold. Und das ist jetzt aber doch, würde ich sagen, eine der verhältnismäßig schlechteren Games.
was das angeht für einen Russspieler. Aber es wird auf jeden Fall. Es kommt halt eine späte Ladung jetzt quasi mit dazu, mit dem hier allem. Da wurden noch die Rehe gefunden. Das sind noch so viele Wölfe hier. Also da kommt noch einiges an Gold mit dazu. Aber es kommt halt verhältnismäßig spät mit dazu. Aber das pendelt sich dann ein bisschen ein. Goldenes Tor ist am Start. Das heißt, jetzt kann man Ressourcen noch umtauschen, die man jetzt braucht. Und es geht sofort hier ins professionelle Speer-Upgrade. Also wieder mal ein Battle um die Nahrung. Hier, ja, getönt es die ganze Zeit. Hier sind 4 Wölfe und zudem noch 9 Schafe. Hat Viper einfach sehr viel, was alles gerne nach Hause bringen möchte. Schönes Snipe auch hier. Sorgt dafür, dass Lucifron nicht den Laster bekommt. Da wird er gleich die 250 easy überschreiten. Also da sind 300 und über 300 dann am Ende drin. Hier nochmal der, ja, wird extra vorausgeplant, von wegen schaffe ich das, den Kill zu machen. Muss ich da nochmal eine Runde warten, da kommt dann das Dorfzentrum mit dazu und dann kann der Speer sich hier auch nicht mehr weiter einmischen. Also das funktioniert, da haben wir die 260 und der Viper hat damit doch ein etwas eleganteres Early Game. Währenddessen hat Lucifron die Steine angebrochen und möchte damit wohl auf ein zweites Dorfzentrum wandern. Auch bei ihm kommen die professionellen Speer, also es wird dann darum noch ein bisschen den Kampf geben. Man kann natürlich hiermit auch automatisch die Möglichkeit, Speer zu bauen mit der Kavallerieschule. Und das ist eben auch gerade der Plan. Ich bin mir nicht sicher, welches Nahrungsvorkommen als erstes anpeilt. Von den vier. Oh, da ist noch ein. Da ist noch ein Reh übrig geblieben. Hier ist ein Rehbock. So, hier, das nächstbeste wird zuerst aufgesammelt von Lucifron. Und wie man hier sehen kann, hat er auch die Speermasse jetzt 7 Stück. Das heißt, er kann das in einem Rutsch alles aufsammeln, abgeben. Gut, einer läuft noch sein, holt noch das letzte mit ab. Und hier wird jetzt aber zwischengefunkt und das ist genau die Situation, die sich da eben ergibt. Und da klaut Viper gerade gut was weg. Dafür natürlich die hier noch. Da wurde auch schon ein bisschen was aufgesammelt, aber noch nicht alles. Und das hier hinten liegt noch, aber das liegt halt sehr gut für Viper hier hinten drin. Also am Ende kommt, glaube ich, der Viper ein bisschen besser damit weg. Mit der gesammelten Nahrung. Aber beide haben da erstmal noch eine ganze Zeit lang dran zu knabbern, buchstäblich. So, Steine sind gleich 300 erreicht, Holz gleich 400 erreicht und das wird dann ein zweites Dorfzentrum geben. Also Lucifron plant auf mehr Dorfbewohner, die er bauen kann parallel. Da gibt es eine hölzerne Festung, um das Holz zu boosten, das man hier aus dem Holzfällerlager bekommt. Wenn das im Radius von der Festung ist, bekommt man eben da den Bonus. Wird man auch schön am Plus oben drüber. Das sind dann in dem Fall nochmal 20% mehr Holz, was da abgeliefert wird. So, und da geht es direkt weiter in die Abteile der Reifhaltigkeit. Also Viper ähnlich greedy, wie das Lucifron auch war in der vorigen Map. Mit den Ruß hier. Und kann natürlich dann sich an die Reliquien machen, von denen. Krass. Da sind 3 direkt nebeneinander. Ist mir immer spannend, die Kartengenerierung hier so abwirft an Maps. In Sachen, ist das balanced oder ist das nicht balanced? Wenn man auch nach wie vor sagen muss, ich bin das nicht so gewohnt. Bin schließlich chronischer Starcrafter und Starcrafter sind die Maps halt 1:1 jedes Mal gleich. Da gibt es keinen zufallsgenerierten Part, sondern die sind einmal fix gebaut und die bleiben auch so. Und wir sind jetzt hier erstmal, ja, Klauaktion. Lucifron schaut vorbei und will hier was mitnehmen. Dafür hat er seine ganzen Speer hier reingebracht und will so viel wie möglich aufladen. Und, ist ein bisschen hin und her, aber er kriegt ein bisschen was. Da hat er nochmal eins liegen lassen, weil der Speer gestorben ist. Hat es aber nochmal aufgesammelt und hat insgesamt 5. 5 von den Tierkadavern hat er mitgenommen. Da liegen noch ein paar weitere. Also es ist noch Nahrung da, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen die Einschränkung. Weiß aber auch in dem Fall nicht, ob die alle voll waren. Also den Klick, die Zeit hat man dann nicht. Weil nicht jeder Kadaver hat natürlich gleich viel Nahrung übrig, wenn man das schon eine Weile gesammelt hat. Ist das natürlich durchaus ein ganzes Stück weniger. Dann würde es das sich nicht mehr ganz so sehr lohnen, aber ja. Auch allein für den moralischen Effekt nimmt man das gerne mit. Und jetzt, ja, kommt der nächste Störfaktor, nämlich 2 Ritter wollen hier reinschauen, aber die Festung hilft. Hier kommt dann gleich aber der Kriegermönch. Der möchte auf die erste Reliquie zusteuern. Dessen haben wir hier das zweite Dorfzentrum. Da gibt es hinten einen Schießstand, eine Schmiede. Also es wird mehr aufgerüstet. Will Lucy von denselben Move nochmal machen? Sieht ein bisschen danach aus und er hat gerade mit seinen Speeren eh nicht viel mehr anderes zu tun. Zumal hier nochmal Nahrung abgeworfen wird, also dann hätte man da schon nochmal die Chance, da was aufzusammeln. Es ist natürlich schwierig, was aufzusammeln, was so nah am Dorfzentrum liegt, was ist recht schwer anzuklicken. Das sind relativ kleine Kreise. Erstmal hier wird einer der berittenen Bogenschützen, die frisch gebaut wurden, angecharged und umgecharged. Wir müssen jetzt auch aufpassen. Also nach wie vor, Lucifron ist hier präsent. Dafür die erste Reliquie wurde jetzt eingesammelt. Hält sich natürlich erstmal noch zurück, aber weiterer Kriegermönch ist unterwegs und so viel wie möglich von der Map klauen.
Also gleiche Geschichte wie in Map Nummer 1. So starke Economy wie möglich aufbauen und dann mit massig berittenen Bogenschützen soll die Party steigen. Das ist einfach, nee. Die finde ich momentan wirklich sehr, sehr krass. Ich glaube, das finden aber auch die meisten Spieler. Das ist diesen Mittengrund, warum die Rus zurzeit so stark sind. Die berittenen Bogenschützen sind ziemlich solide Einheiten. Sind nicht mega teuer. Mit 80 Nahrung, 40 Holz. Eigentlich ziemlich günstig, muss man sagen. Dafür, was sie an Mobilität und an Damage haben, sind das wirklich billige Einheiten. Ich bin gespannt, ob die eventuell balance-technisch nochmal angepasst werden, langfristig. Ja, wie man hier sieht, die können auch deutlich besser jagen. Haben gutes Bewegungstempo. Und hier werden schon unheimlich Reliquien aufgesammelt. Die wird allerdings beschützt. Die Ritter stehen Wache. Und der Kriegermönch wird nicht viel Spaß haben. Oben wartet auch noch einer. Also ja, da ist man... Ah, er läuft... Oh, was? Oh, Lucifer, er ist genau im falschen Moment weggelaufen. Wie schlecht hat er das Timing nicht treffen können, um ehrlich zu sein. Da wird ihm wirklich die Reliquie vor der Nase weggeklappt. Weil jetzt kommt er nämlich zurück und jetzt ist die Reliquie weg. Ah gut, aber jetzt gerade anderes an, um die er sich Sorgen machen muss. Denn die Briten im Bogenschützen kommen hier nach und nach an. Da kommen auch noch immer mehr. Lucifer ist es auf 70 mit 48 Dorfbewohnern zu 36, 19. Dann merkt man eben das zweite Dorfzentrum, das mit dabei ist. Ja, die Ritter halten ziemlich lange durch gegen die Briten im Bogenschützen. Die Speer müssen eher aufpassen. Eigene Bogenschützen, die sind so quasi der Konter. Weil die Briten im Bogenschützen halt nicht viele HP haben und keine Rüstung haben. Das heißt, die gehen recht schnell tot. Wenn eben der Gegner nicht zuvor stirbt. Das ist so der Kampf mit denen. Briten im Bogenschützen sagen, ja, direkter Kampf ist super. Ich hoffe einfach, du fällst vor mir um. Dann haben wir überhaupt kein Problem. Weil das doch ziemliche DPS-Maschinen sind. Aber mit eben der Frontline, mit den Tanks vorne, den Rittern, wird das für die Bogenschützen gar nicht mal so einfach. Und das ist eine gute Chance hier für Lucy von den Fight zu starten. Die Bogenschützen natürlich kommen hier nicht hinterher, aber es ist schon mal erster Damage und die Kollegen regenerieren sich nicht von alleine. Man hat natürlich den Kriegermönch mit dabei, der kann die Heilung übernehmen. Das hatte ich ja, wie es aussieht, auch vor. Zu dem Heiligen Städte kann hier noch eingenommen werden. Die ist schon eingenommen, also es ist trotzdem sehr viel Map-Control hier für die Viper. Ja, und räuft auch zur dritten Heiligen Stätte ran oder will vielleicht noch eine Reliquie mit. Dem hat sich jetzt die Schubkarre noch gegönnt. Drei Reliquien sind eingeladen. Und hier wird trotzdem Ärger gemacht, wie man sieht. Aber Erste kriegt hier was ab. Konterpfeile kommen. Hier wird auch noch weiter fleißig produziert. Ein paar Dorfbewohner stehen hier dumm rum. Die sind nicht mehr alle am Arbeiten. Da braucht man eine neue Nahrungsquelle. Da lässt es nämlich gerade aus bei Lucifron. Eventuell wird das sich hier als nächstes schnappen, die Bärensträucher. Da gibt es noch ein Battle, da hat man eben noch einen der besagten Wölfe. Aber für den Kriegermönch ist das kein Problem. Und hier geht es den Fight in die nächsten berittenen Bogenschützen. Aber es sind nur 16 Stück. Und da ist immer noch eine ziemliche Frontline mit dran. Das heißt, die Bogenschützen können, sobald ein Fight startet, hier ein paar Pfeile mit reinjagen. Und damit eventuell die eine oder andere Einheit wegsnipen. Also da muss Viper doch ein bisschen noch aufpassen. So einfach ist der Fight nicht. Nur weil man eben mit dem Wald einfach nicht zieht. Er hat ja keine Speer mit drin, wenn ich das richtig sehe. Sondern nur berittene Bogenschützen. Das heißt, seine Vision ist da wirklich eingeschränkt, wenn es durch den Wald durchgeht. Ja, sind, glaube ich, weiterhin nur... Doch, da sind jetzt wieder Speer mit dabei. Also dann hat jetzt die Vision ein bisschen besser. Lucifer hat da auch noch Speer mit drin. Und ja, jetzt wird hier gerade gekämpft an dieser heiligen Stätte. Die brennenden Bogenschützen kiten nach hinten. Da wird ein bisschen vorne was surrounded. Das ist der Krieger, wenn ich den jetzt da vorne erwischt. Der wird nochmal zurückgezogen, kriegt nochmal einen Pfeilhagel ab, kriegt nochmal einen Pfeilhagel ab ins Dunkle. Hat ihn aber nicht gesniped, der lebt noch. Heilige Stätte wird jetzt hier neutralisiert, aber es sind auch gerade alle drei bei der Viper. Entsprechend kommt gut Gold rein. Hat er die anderen beiden Reliquien auch abgegeben? Er hat das Kloster. Ah, er hat die Reliquien gar nicht. Da liegen noch zwei. Jetzt hat er eine davon aufgesammelt. Die andere liegt noch ein bisschen weiter oben. Und da kommt gerade die Escort ein bisschen mit rüber. Währenddessen Lucifrons nächster Gedanke. Tatsächlich, was bei Lucifron läuft, ist die stärkere Wirtschaft. Also nach wie vor hat sein Doppeldorfzentrum hergebaut und es wurden ihm nicht wirklich Dorfbewohner weggesniped. Entsprechend 44 zu 65. Also auch wenn sein Gegner so viel Map-Control und die ganzen Reliquien heiligen Städten hat, Lucifron hat trotzdem eine starke Economy, mit der er gegensteuern kann. Und ist damit in einer deutlich besseren Position, als es Viper in der Map Nummer 1 war. Zudem ist er auch hier unterwegs, um die Dinger zu neutralisieren. Also er gibt sich da Mühe, das in den Griff zu kriegen. Und die Reliquie, das wird wahrscheinlich nicht ankommen. Ja, ein Kriegermönch weniger, der andere kommt auch nochmal angelaufen. Und mit dem auch dem geht es nicht mehr gut. 24 HP. Und die Army ist hier noch in der Gegend, also das könnte den auch treffen. Ja, arbeitet man sich mehr und mehr durch den Wald durch. Dann gibt es eine weitere Jagdhütte einfach, ja, mittendrin, um mehr Gold zu generieren. Zudem baut das Ding gerade eine Speer und da sieht man eben genau das Spielchen, das man auf der Karte sehr gut. Man kann einfach irgendwo die Weltgeschichte Jagdhütten reinsetzen. Heilige Städten werden gerade alle neutralisiert. Und Viper hat gerade kein Interesse daran, die zurückzukämpfen.
als er in der Armee gerade auch ja nicht so optimal aufgestellt ist. Sammeln jetzt erstmal die nächste Masse. Ist eine Massephase momentan. Weiteren Krieger bin ich mit dabei. Der Boost hilft sich auch noch. Zusätzliche Schaden, zusätzliche Rüstung. Aber das passiert nur, wenn der Kriegermönch auch angreift. Also man muss gucken, dass man den auch quasi direkt in den Kampf mit reinschickt. Wenn er einfach nur mit dabei steht, gibt es keinen Bonus. Das macht jetzt ein bisschen gefährlich, weil dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass der Kriegermönch einfach tot umfällt. Aber da kommt was Wichtiges mit dazu. Die erste Mange ist auf dem Spielfeld. Und die könnte ich hier in den Knäuel an Bogenschützen ordentlich reinpfeffern. Da fliegen einige Steine rein. Da sieht man auch einige, die bereits tot umgefallen. Lucifer muss jetzt erstmal rückwärts. Die Mange dreht plötzlich den ganzen Fight an. Ja, die Bogenschützen laufen halt nicht so schnell weg. Die können jetzt wunderbar gejagt werden, damit sie berittenen Bogenschützen sehr viel Spaß. Und die Frage ist, wie kriegt Lucifer das in den Griff? Erstmal versucht die vorne der Leiter noch zu killen, aber die berittenen Bogenschützen tun trotzdem megamäßig weh und die Mange ist immer noch mit dabei. Das heißt, hier kommen mehr Schmerzen, die Bogenschützen schmelzen langsam weg. Da wird durchgerannt zur Mange, dass die kein Thema mehr ist. Aber die Leiter kommen nicht mehr vernünftig an die Mange ran, sondern die sterben schon vorher weg und auch die Bogenschützen sterben weg. Das ist kompletter Walkover-Fight gerade. Da wird Lucifer einfach aufgesammelt. Einheit um Einheit um Einheit und somit. Ja, hilft ihm auch die Economy nicht viel, was in dem Militär ist gerade komplett in sich zusammengefallen gegen diese Armee. Also darauf hat der Viper gewartet, mehr berittene Bogenschützen, die Mange mit dazu und dann einfach den Gegner vor sich herjagen, wenn er sich zurückziehen muss. Und dann haben die Bogenschützen sehr viel Spaß. Wie gesagt, das sind DPS-Maschinen, die berittenen Bogenschützen. Da sagt sich Lucifer auch, nee, das wird nichts mehr. Also Viper macht hier den Ausgleich. Lucifer bekommt den Map-Pick, Deciders Map, auch im zweiten Halbfinale. Ja, hat da... Die Rus, es war jetzt etwas überraschend, warum die nicht gebannt wurden. Weil die beiden haben einen Bann, aber beide haben jetzt die Game mit den Rus gewonnen. Und jetzt müssen aber beide auf ein Game gehen, wo sie die Rus nicht zur Verfügung haben. Mal gespannt, was die dritte Map dann wird. Man sieht, wie katastrophal der Fight war, aber gut. Die Mange in die Bogenschützen rein. Die Frontline ist halt auch durchgerannt, wollte die Mange haben. Währenddessen haben sie einfach nur den Pfeilhagel gefressen und sind da dran eingegangen. Also ja, das Militär hatte in dem Fall von Lucifer überhaupt keinen Spaß, sondern das war einfach nur geopfert werden und... Das zu keinem Zweck, also es hat sich nicht gelohnt, die zu opfern. Und damit ist das eben ziemlich schnell dann zu Ende gegangen. Und ja, 1:1. Die mongolischen Höhen. Und Lucifer hat auch gesagt, ja, mongolische Höhen. Nehmen wir die Mongolen. Passt alles. Die Antwort von der Viper ist Delhi. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Es hat eine gewisse Berechtigung auf mongolische Höhen. Nämlich deswegen. Der Hafen und die Boote von Delhi können automatisch schießen. Das heißt, Lucifer kann dagegen wenig machen. Ja, das Early Game. Da hat sich nicht viel getan. Es wurde in der eigenen Hälfte gescoutet. Viper hat sich den Hafen aufgebaut, scoutet beim Gegner. Und natürlich keine Ruß mehr dabei. Das heißt, Rehe jagen ist nicht mehr so wild. Schafe sammeln ist noch etwas Wichtiges. Und da hat Viper hier gerade einen ziemlich durchschlagenden Erfolg. 11 Schafe, 12 Schafe. Da hinten, oh, er müsste hinten rumlaufen. Da wäre nochmal 13, 14. Und hier oben ist meistens auch immer noch irgendwo ein Schaf oder so versteckt. Ja, da ist nochmal eins. Erstmal, ja, genau das ist das Problem. Dieser Außenpostenplan ist gegen die Fischerboote von Delhi deutlich komplizierter, weil die Boote sich halt plötzlich wehren. Weil in dem Fall wird das Ding nach und nach hochgezogen. Der Dorfwohn ist nicht ganz in Reife. Ich weiß nicht, ob man das, wenn man das Boot versetzt, würde Viper da dann rankommen? Macht die Sache schwierig. So, hier erstmal noch kurz ein Pfeil auf den Kahn gesetzt. Nee, nicht wirklich. Punchies zurück. Weiteres Boot wird gebaut. Aber trotzdem muss Viper gucken, dass das eben eigentlich nicht aufgestellt wird, weil das sorgt bei ihm für Probleme. Aber er kann sich gerade nicht gut genug dagegen wehren. Also es wird der Außenposten sehr wahrscheinlich durchgezogen. Mal sehen, was die Konsequenz draus wird. Ob er da einfach einen Ausweichshafen stellt oder wie er das vorhat zu managen. Wie weit trifft das Ding, ist jetzt die Frage. Wie weit treffen die Speerkämpfer, wenn sie im Außenposten drin stehen? Wenn das in der Kahn hier eine Sackgasse läuft, aber das wusste er noch nicht, dass hier eine Sackgasse ist. Da haben wir den Observer-Vorteil. Wir sehen, was da abgeht. Und jetzt wird der erste Außenposten zur Absicherung des zweiten Außenpostens verwendet. Und damit helfen die schießenden Delhi-Boote dann doch nicht. Aber es wird noch ein weiteres gebaut. Also, ja, wird auf jeden Fall weiter rein investiert. Ansonsten hat sich techmäßig noch wenig getan. Das sind die zwei Speer hier. Haben natürlich den ganzen Haufen an Schafe hier abgeliefert. 16 Schafe liegen hier, stehen hier rum. Noch liegen sie nicht. Kommt noch. Ja, das ist wirklich Tag- und Nacht-Unterschied. Zudem hat natürlich Viper auch hier die Fische. Also, nahrungstechnisch ist er ziemlich gut gerade aufgestellt. Aber wird jetzt hier eben gleich mehr und mehr belagert. Die Überlegung ist vielleicht einen weiteren eben Ausweichshafen zu setzen und hier eben sowas. Wenn der Dorfbewohner zu nah dran ist, geht das nicht, aber er lebt. Er kommt gerade so weg mit den letzten Weltpoints, mit dem letzten Hitpoint buchstäblich. Die Speer wollen jetzt, glaube ich, das Ding kill finishen. Deswegen waren sie gerade reingeschickt. Die Speerkämpfer spurten hinterher, aber die sind nicht schnell genug. Der Dorfbewohner, das sollte ein Kill sein. Er kommt hier nicht in den sicheren Heimathafen.
Sollte für die Speer kein Problem sein, den einen letzten Schlag zu setzen. Ja, und jetzt einfach raus. Wobei, da wurde nochmal massig eingeladen. 8 Dorfbewohner drin. Viele Pfeile ab die Speer überleben. Damit war es ein guter Move. Und jetzt gibt es den Konterhafen, abgesichert von den Außenposten. Kostet natürlich auch gut Holz, die ganze Spielerei hier. Und auch natürlich das Investment in die Speerkämpfer. Also for free ist das nicht, was Lucifron hier macht. Viper hat jetzt genügend Ressourcen, um sein Gebäude zu stellen, nämlich den Glaubensdom. Der kommt auch immer, weil er einfach billige Gelehrte ermöglicht. Und es ist wieder mal keine Moschee. Das sieht man häufiger inzwischen, dass eben der Glaubensdom kommt, aber keine Moschee. Bis in die Moschee kommt zeitgleich mit dem Glaubensdom oder sogar eben einen Ticken später. So, hier war dann der Versuch, da Viper das mit dem Fluss zu ruinieren. Das Boot gibt Kontra, aber hat auch hier nicht ganz den Dorfbewohner im Visier, wie es scheint. Er hat damit draufgefackelt auf den Turm. Wenn alle Boote da draufhalten, schaffen die das aber, glaube ich, auch nicht. Auch wenn da nochmal mehr ausgeteilt wird. Außenposten verliert zwar ein paar Hitpoints, aber es ist einfach nicht genügend Schaden gegen ein Gebäude. Ich meine, mit dem zweiten Zeitalter könnte man dann auf das Dau gehen. Das wird ein bisschen mehr austeilen, aber auch das ist jetzt nicht das geilste Schiff ever. Und dann sind hier zwei Häfen, die beide nicht so vernünftig arbeiten können, weil überall Außenposten drumherum sind. Die muss Viper also irgendwie loswerden. Das wird hier hinten Gold gesammelt. Und natürlich durch das ganze Investment, das Lucifron hier macht, ist bei ihm zweites Zeitalter erstmal nicht möglich. Also das ist die Konsequenz für ihn. Ja, er hat hier die sehr offensive Position und versucht dem Gegner damit die Economy zu denyen. Aber er hat selber auch sehr viele Ressourcen dafür eingesetzt. Und er setzt noch mehr ein. Er setzt noch einen Außenposten immer dazu, weil die Boote hier noch arbeiten können. Und das gefällt ihm nicht. Hat natürlich auch seinen eigenen Hafen, arbeitet hier. Weil das Zeitalter ist jetzt da und da kommt das erste Dau. Also da wird ein bisschen mehr Feuerpower reingebracht. Glaubensdom ist da. Und der tatsächlich, der ganze Nutzen des Glaubensdoms war erstmal nur, um einen Dau zu ermöglichen. Also das Spiel hat ein bisschen andere Dynamik. Einfach der etwas verbissene Fight ums Wasser, würde ich es mal fast betiteln. Wobei aber eben auch das Dau nicht wirklich was gegen die Gebäude macht. Es schafft es, ne, es kommt, oh, schafft er den Dorfbewohner? Kommt er daran? Ist er in Reichweite? Ist er nicht in Reichweite? Er ist in Reichweite. Der kriegt nämlich jetzt ein paar Pfeile ab. Aber der ist jetzt trotzdem den Außenposten fertig. Das heißt, die Boote verlieren den Fight. Die Fischerboote. Und das Dau kommt eben ein bisschen zu spät. Kann jetzt nochmal mit reinhämmern. Oh, die Speerkämpfer müssen aufpassen, wo sie hinlaufen. Weil die einen Volley abkriegen, denen geht es auch nicht mehr gut. Aber momentan reicht das noch. Und es wird einfach weitergewandert zum nächsten Hafen. Das ist einfach mehr und mehr Ausweichpläne gerade. Der Khan dafür ist zu nah dran am Dorfzentrum und wird weggesniped. Da fliegt es also auch lustig von was. Und der Viper weicht einfach dem ganzen Problematik aus und da fünf Außenposten in den ersten 7 Minuten. Das sind 70 Holz pro Stück. Das, also wirklich, das kostet. Das kostet 350 Holz im Early Game. Gut, wobei man hier auch sagen muss, Viper hat natürlich auch Holz in seine Häfen reingepumpt. Also ja, beide hauen sehr viel Holz im Early Game raus. Hafen in dem Fall 150 pro Stück und da kommt mal die erste Moschee. Einiges später, erst bei Minute 7. Aber gut, das Metagame hat sich eben auch mit dem Patch da ein bisschen geändert, was man mit Deli macht. So, hier wird jetzt weiter gekämpft. Ein Dau und viele Fischerboote schauen nämlich dazwischen rein. Wollten da, glaube ich, gerade versuchen, die Boote von Lucifron zu versenken. Hat aber nicht ganz so funktioniert. Hier findet es natürlich auch einen Heimathafen für die Reparaturen zum Abgeben. Also, er macht ein bisschen Probleme. Dafür hier kann man jetzt nochmal abgeben. Weiterer Hafen ist online. Hier fährt man durch. Das ist aber nicht so smart. Weil es auch gerade blockiert. Kapazität ist erreicht. Ist jetzt auch nicht so optimal für ihn, dass er da gerade bei 40 feststeckt. Wenn man hier die Boote noch ein bisschen hinein, hier nochmal der Versuch, den tatsächlich, hier ist ein Blindspot, wo die Außenposten noch momentan noch nicht treffen. Das ist auch ein bisschen bitter, wie viel hier um diesen Fluss rumgesetzt wird. Und er hat einfach zugebaut. Lucy wurde jetzt auch die Feudalzeit erreicht, Hörsteine mit dabei. Mehr Speerkämpfer wurden noch gebaut und da soll dann, glaube ich, auch ein neues Produktionsgebäude kommen. Oder will der nochmal einen Außenposten hinsetzen? Ich glaube, der will fast auch nochmal einen Außenposten hinsetzen. Dem Anschein nach. Ja, das Dau hier versucht sein Bestes. Sein Bestes ist in dem Fall nicht genug. Es gibt auch hier nochmal einen Hafen. Wir sind schon bei dem vierten Hafen hier. Es ist ziemlich Banane, wie sich dieses Game entwickelt. Und da kommt der nächste Außenposten gegen diesen Hafen. Aber das Dau, es hat eine Reichweite von 3,75. Die Fischerboote haben eine 4er. Tatsächlich, das Dau hat die geringere Reichweite. Aber natürlich die bessere DPS. Kann also den Turm ein bisschen belagern. Wir wissen, hier blinkt auch alles, weil überall irgendwie Pfeile kreuz und quer fliegen. Hier fliegen Pfeile auf die Fischerboote. Also es ist so viel los hier. Und hier sind die Speerkämpfer und belagern den Hafen direkt. Und da können die Fischerboote jetzt Konter geben, weil hier ist halt kein Außenposten mehr. Da haben die Speerkämpfer eigentlich nichts zu melden.
Ohne den Außenposten wird das nichts. Da können sie noch so viel angestürmt kommen. Das wird nicht funktionieren. Der Dorfbewohner dafür kommt später. Deutlich später als die Speerkämpfer selber. Und hier blinkt es immer noch, weil der Turm immer noch hochgezogen wird. Aber wenn dem nichts drin ist, ist es natürlich auch nicht so gefährlich. Leere Türme sind dann Viper doch nicht so wichtig. Gefüllte Türme sind das Problem. Und hier soll ein weiterer Turm aufgestellt werden. Da sind aber trotzdem ein paar Speerkämpfer verstorben. Bei dem Move und das Dau kann hier auch noch mit zwischenfunken. In der Mitte blinkt es auch immer noch, weil da die Pfeile auf den Hafen fliegen und das Dau auf die Fischerboote drüben schießt. Hier hat noch ein bisschen in Ruhe gesammelt. Da fliegen noch ein paar Pfeile. Es sind lauter einzelne Einheiten drin. Also die DPS ist nicht mega hoch. Hier nochmal ein weiteres Dau mit dabei, aber das wird nicht reichen. Der Turm ist außerhalb. Aber ist damit auch nicht nah genug dran, um die Fischerboote zu stören wiederum. Also das ist gerade ständig das Hin und Her mit den beiden. Ich meine, es ist schön für Lucifer jetzt einmal komplett. Er sieht den gesamten Fluss entlang, dank der ganzen Außenposten. Er hat die Vision problemlos. Aber es sieht einfach ein bisschen lächerlich aus, diese ganze Konstellation. Jetzt auch eine eigene leichte Junke mit dabei. Da wurde auch ein Schiff versenkt. Allem Anschein nach. Die Häfen immer noch mit dabei. Oh ja, so viele Fronten. So viele Fronten. Kommt da an den, ich glaube, das war gerade der Gedanke, kommt da an den Dorfboden ran. Mit den Fischerbooten wird eventuell rankommen. Das dauert nämlich schon ziemlich nah dran an der Sache. Hier waren jetzt, ja, Schießscharten noch mit eingebaut. Also, es ist so viel los an diesem Fluss. Was für ein Chaosfluss. Da kommt noch mal ein Außenposten. Ey, Lucifron. Er hat da keinen Chill. Er hat so absolut gar keinen Chill, was das betrifft. Baut jetzt auch nochmal einen eigenen weiteren Hafen mit dazu. Und ja, Viper, ich meine, auf dem Wasser kann er sich bald dann doch nicht mehr halten. Bei so vielen Westen, dass Lucifron hier tätigt, nochmal Schießscharten. Hier wird um den Hafen gekämpft, aber da hat er nicht genug. Aktuell sind wir bei 43 zu 41. Also, Viper, was geht zu Hause noch? Da geht's ins Haus des Lernens. Dann wäre das dritte Zeitalter da. Dann wären natürlich Optionen da, um die großen Geschütze aufzufahren. In dem Fall Bagala oder Sprengstoff-Dau. Würde natürlich gegen die Häfen helfen. Gerade von hier einfach Sprengstoff-Dau bauen und glücklich sein. Da braucht man nicht viel, um da ranzukommen. Hier, das Dau wird nämlich versenkt. Und hier sind jetzt die Speerkämpfer mit Kahn unterwegs und laufen mal über den Fluss. Nachdem es lange hier um den Fluss ging. Gut, hier ist immer nicht, noch nicht. Kommt da nochmal ein Außenposten? Ich würde es ihm zutrauen, dass er einfach nochmal einen Außenposten entsetzt. So, ressourcentechnisch sammelt der Viper immer noch mehr, bis auf Gold. Aber Gold ist gar nicht so großer Unterschied. Also die Fischerboote tun noch ihre Arbeit, aber jetzt gibt es Schwierigkeiten von verschiedensten Seiten. Da werden jetzt auch Fackeln mit draufgeworfen. Und da wird nochmal gekämpft. Da wird die Junke wird repariert. Das Dau verliert den Fight, wie es aussieht. Ja, das Dau verliert den Fight. Wie lange dauert es noch bis zum Haus des Lernens? Nicht mehr allzu lange. Lucifron währenddessen hat einiges an Gold. Nahrung würde noch einiges fehlen, um da auch ansatzweise ins nächste Zeitalter zu kommen. So, jetzt ist dritte Zeitalter da. Jetzt wären Sprengstoff-Daus eine Möglichkeit. Das wird dem richtigen Spieler sein, aber das auch richtig angezeigt. Und da ist auch direkt das erste unterwegs hier aus diesem Schiff. Die Frage ist, was kann alles sprengen? Das kann er auf jeden Fall sprengen. Und Event. Oh, das könnte gleich einen richtigen Mörder-Hit abgeben. Hafen wird lang genug leben normalerweise für die Produktion. Es wird knapp. Oder? Wie viele Sekunden fehlen hier noch? 11 Sekunden. Die Frage ist, ich glaube, das Ding spawnt aber hier drüben. Das heißt, es muss trotzdem einmal um den Hafen fahren. Das wird tatsächlich... Oh mein Gott, das wird richtig knapp. Es sind noch 3 Sekunden. Der Hafen hat nur noch 100 HP. Eine Sekunde. Das Ding, es kommt raus und boom. Es hat funktioniert und das hat die ganzen Haufen an Sperrkampf erstmal zerrissen und auch die Boote versenkt und das nächste Sprengstoff-Dau ist unterwegs, ja. Da wird die Sache deutlich explosiver. Man muss trotzdem, ja, der Versuch ist jetzt, die Flotte hier zu jagen. Das Sprengstoff-Dau ist eine gefährliche Waffe. Die Fischerboote halten sich erstmal zurück. Das wird jetzt noch selber hochgejagt, dass es besser Damage macht. Wo kommt das von der anderen Seite? Da war eigentlich auch eins im Bau. Aber nein, wurde wohl nicht mehr fertiggestellt. Hier wird ein Weit... Nein, hier wird die Bagala gebaut. Für mehr Wumms. Und hier hält das Sprengstoff-Dau ein bisschen Wache auf die Fischerboote. Da kommt nochmal... Da kam tatsächlich nochmal ein Außenposten. Da kommt nochmal ein Außen... Was? Wie viel Außenposten will ich hier denn noch hinstellen? Der baut hier den ganzen Wald an Außenposten hin. Es ist wirklich absurd, dieses Game. Und die kämpfen halt wirklich nur um diesen einen Landstrich Wasser in der Mitte. Also, das wirkt einfach so banal. So, Bagala ist da. Ein bisschen wie ein Hulk, nur nicht ganz so krass. Wird gleich von allen Seiten hier belagert, wie man sieht. Und Reparatur ist mit oben drauf. Da kommt jetzt aber auch ein Lanzenreiter mit dazu. Wobei der es nicht so viel Spaß hat gegen die ganzen Speerkämpfer. Die Bagala versucht zu helfen. Hat natürlich eine gute Range. Kann gut Kontra geben. Der Hafen lebt noch. Die Bagala tut ihr Bestes, um Einheiten abzufangen. Die Lanzenreiter hat es nicht überstanden. Und die Truppe rennt jetzt einfach weiter. Wenn das in der Hafen wird versenkt, da ist zwar noch ein Sprengstoff da unterwegs, aber das wird nicht mehr fertig werden. Hier wird immer noch gesammelt.
Hier wird auch immer noch gesammelt. Die Bagala wurde jetzt ein bisschen hochrepariert, kann sich also gleich einmischen. Und es ist nochmal ein Sprengstoff da auch mit unterwegs. Hier ist noch der Sprengstoff da auch mit dabei, aber hat die Einheit nicht in Reichweite, wird das also nicht hinkriegen. Kahn teilt da aus. Wer das hinten gibt es Ärger mit einem Lanzenreiter, der versucht das Gold zu stören, aber das sind zwei Außenposten. Und hier geht es jetzt ins dritte Zeitalter mit der Steppenredoute. Also trotz allem, der Tech läuft da irgendwie weiter. Die Bagala wird gerade versenkt. Oh, und das Ding ist halt teuer. Bagala ist teuer. Dafür aber hier gibt es gleich die Explosion. Das war keine eigens gezündet, sonst hätte es die wahrscheinlich auch noch versenkt. Aber zumindest ein paar sind da abgesoffen. So, wie sieht die Basis denn hier aus? Da gab es ein zweites Dorfzentrum. Da wird Nahrung gesammelt über die Bärensträucher. Genauso hier. Da wird das Gold gesammelt. Es sind drei Gelehrten in der Moschee drin. Und damit ist die Heiligkeit auch endlich mal durch bei Minute 15. Wenn man bedenkt, Pre-Patch war das halt innerhalb der ersten 4 Minuten durch oder so, das Upgrade. Schmiede, noch eine Moschee, um das zu beschleunigen, noch eine Moschee, um das zu beschleunigen. Die Upgrades sollen schneller laufen, mehr Gelehrten werden produziert und ja, die langen Upgrades laufen auch. Geschaffte Klingen, mal gucken, ob das fertig wird mit seinen 12 Minuten. Weitere Lanzenreiter, aber der wird schon mal beschossen von allen Seiten und verfolgt von den Speerkämpfern. Und der Kampf ums Wasser ist endlich gewonnen, würde ich behaupten. Weil Viper hat da fast keine Möglichkeit mehr, was zu tun. Sein vorletzter Hafen geht gerade kaputt. Der baut zwar noch einen Sprengstoffdauer, aber das wird nicht fertig werden. Damit bekommt er die Ressourcen zurück. So, hier ist also der letzte Hafen. Der versucht auch noch zu produzieren, aber auch der wird gleich den Ärger abbekommen. Du bist jetzt auch in der Ritterzeit. Wir sind bei 49,7 zu 65,29. Also für Lucifron sieht das deutlich besser aus, weil eben hier für Viper so viel kaputt gegangen ist auf dem Wasser. Da wurde so viel investiert. Lucifron hat hier auch viel investiert, aber Lucifron hat den Vorteil, sein Zeug steht noch. Das heißt, wenn hier irgendeine Einheit drüber wandert, hier sind so viele Außenposten mit Schießschaden. Das heißt, sobald hier was über den Fluss will, wird es halt sofort irgendwie angeschossen und oder gescoutet. Weil er hat halt wirklich den kompletten Fluss im Blick. Also im Prinzip Map Control, Map Vision mäßig ist es das beste Play, was Lucifron hätte machen können. Es sieht einfach ziemlich Banane aus, dass da so viele Außenposten rumstehen. Aber es hat sich in dem Fall wirklich gelohnt. Müsste nur den letzten Hafen noch killen. Da setzt jetzt nicht so viel Fokus dran, weil hätte eigentlich noch... Wurden die ihm weggesprengt? Ja, der Kahn ist gestorben. Er hat das verloren. Entschuldigung, da war ich mit meinem Fluss zu sehr beschäftigt, weil hier kommen ja natürlich immer noch die Sprengstoffe aus. Oh, die ist... Da wird es einem direkt unangenehm, wenn die Speerkämpfer da angespurt. Da kommen zu dem, man sieht es, Mongolenspieler, bekommen zudem noch Ressourcen, wenn er die Gebäude abbrennt. Ja, und der Sprengstoff da auch hier alleine, einsam und verlassen. Das kann sich zwar hochjagen, aber dann... Hier wäre doch so ziemlich der beste Treffer, den man landen könnte, würde ich hier mit den 14. Und das ist jetzt auch unterwegs, aber nein, es nimmt gerade mal 2 mit. Lohnt sich das? Lohnt sich das, ist die Frage. Hier gibt es jetzt ein normales Dorfzentrum. Also Vipers Plan ist jetzt einfach, ich wandere komplett runter aufs Land und baue mich jetzt hier auf mit allen Möglichkeiten, die man da so bekommen kann. Wie wird das Upgrade? Hey, noch 10 Minuten. Schauen wir bei Minute 27 nochmal rein. Hier wird jetzt aufgerüstet am neuen Obo. Das erste ist nämlich leer. Kasernen. Die Schmiede. Hier noch die alten Kasernen, die auch schon produzieren. Es sind die Weiden mit am Start. Es wird hier massig Holz gesammelt. Natürlich die Nahrung kommt jetzt bei Lucifron übers Wasser, über die ganzen Fischerboote, die er hat. Weil natürlich Küstenfische, das heißt, das wird nicht ewig halten, aber es ist schon noch einiges vorhanden. Und hier gibt es den ersten Beef mit den Speerkämpfern, die inzwischen auf Veteranenstufe sind. Auch hier. Das Ding mit den Außenposten geht einfach weiter. Da kam noch das Leinen-Upgrade-Schubkarre, also Wirtschafts-Upgrades. Dass da noch mehr Ressourcen reinkommen. Lucifron sammelt doppelt so viel Holz, aber er baut auch immer noch Fischerboote. Viper dafür mit deutlich mehr Gold, deutlich mehr Nahrung und auch mehr Stein, was er gerade sammelt. Er könnte also nochmal ein Dorfzentrum bauen oder eben einen Bergfried irgendwo hinklatschen, weil das könnte immer noch ein Stellungskrieg werden. Ein deutlich langsameres Game. Wobei es erstmal Lucifron ist, der sich unten weiterhin betoniert oder eher hinnagelt, weil er hat keine Steingebäude, er baut nur Holzgebäude. Ja, da kommt ein Außenposten nach dem anderen. Also er macht dieses Map-Control-Spielchen einfach noch weiter jetzt auch auf der anderen Seite des Flusses, sammelt er zwischen seine Armee. Wird auch fast nicht wundern, wenn hier vielleicht nochmal Produktionsgebäude reingestellt werden. In der Zeit wurden eigentlich Reliquien eingesammelt? Sieht nicht danach aus. So, hier kommt ein defensiver Bergfried oben am Berg über den Aufgang hier. Aber Lucifron, ja, er sieht das und hat natürlich so viel mehr von der Karte gerade. Er ist auf jeden Fall in der Luxusposition. Das sieht für Viper nicht so gut aus, auch wenn seine Economy ziemlich massiv läuft. Aber der Gegner hält halt auch mit. 71, 78, 48 zu 15 halt im Militär. Daher braucht man eben diesen Bergfried, da muss da ein bisschen Zeit schinden. Da kommt der Sultanspalast und das ist der Elefantengenerator. Dafür sehen wir, ob ich hier auch gerade was anfahren. Da ist eine Mangel mit dabei.
Also es wird aufgerüstet. Oh, kann die Mangel hier hochwerfen? Ja, wahrscheinlich, ne? Dem Außenposten die Vision haben und dann einfach Steine hochzimmern. Hier soll mal einfach eine massive Steinwand gesetzt werden. Damit da Viper seine Ruhe hat. Was sind wir erfolgreich? Das ist eine ziemlich breite Mauer. Das heißt, es ist nicht so einfach, das alles zu verteidigen. Ansonsten hier drüben gibt es noch einen Eingang. Ja, es sind so viele Außenposten geplant. Also geht dieses Map-Dominanzspielchen von Lucifron geht weiter und weiter. Aber Viper ist jetzt in der Imperialzeit. Eigentlich sofort da 4 Gelehrte reinstopfen, dass die Produktion schneller geht. Ja, erster Kriegselefant ist unterwegs, weil der braucht einen Standardmodus dann doch recht lange mit 3 Minuten. Das kann man, glaube ich, runterkriegen auf 1,5 Minuten. Also man kann es buchstäblich halbieren. Oh, doch noch. Nein, das ist... Ja, das ist bei 7 Minuten. Es wird... So, warten... Genau, hier wollte ich gucken. Warten noch da Gelehrte geworden. Okay, er hat eine Reliquie eingesammelt, aber noch nicht abgegeben. Vielleicht ist eine Bekehrung geplant. Und hier, ja, das mit der Steinmauer hat nicht funktioniert. Stattdessen ist die Arme jetzt hier... Und... Oh nein, die Dorf... Oh Gott, die Dorfbewohner. Oh, sie haben es mal überstanden. Die waren schon kurz vor tot. Eine Mangel mehr hätte gefehlt für den One-Shot. Aber dafür trotzdem, das Dorf sind einfach komplett abgerissen. Und wie gesagt, Viper hat einfach kein Militär. Aktuell. Sein Elefantengenerator braucht noch. Und braucht noch ziemlich lange. Nicht sicher, ob er die Zeit hat. Denn die Lucifron Army, die macht jetzt mächtig Beef und rückt weiter vor. Und hat Belagerungswaffen mit dabei. Und eben auch, ja, da kommt mehr und mehr nach. Ich glaube, Lucifron ist quasi maxed out. Nein, nein, noch nicht. 159, ist trotzdem mega viel. Mit 86 in der Wirtschaft zu 80. Aber Viper hat gerade deutlich mehr Schwierigkeiten, ruhige Ressourcen sammeln. Das nächste Dorfzentrum wird auch schon angefokust. So viel zu den neuen Dorfzentren. Zwei von den dreien werden direkt abgerissen. Und leben nicht lange. Einfach voll der Fokus drauf. Und das Dorfzentrum wird es auch nicht schaffen. Es ist... Ah, bei den letzten 60 gibt man es am Ende. Fliegen nochmal Steine. Das Ding ist auch gelaufen. Zwei Dorfzentren weniger. Das heißt, für Viper kann er jetzt nicht mehr... Wenn er jetzt Dorfzentrum fehlt, der kann nicht mehr viel nachbauen. Er hat jetzt aber eine eigene Mangel mit dabei. Hat hier das selber eine Belagerungswerkstatt am Start, die auch gefüllt, dass er schneller produzieren kann. Mit über den Gelehrten. Moscheen hat er auch eben noch am Start. Hier wird mal ein bisschen Kontra geworfen in die Waffenknette, die dabei sind. Trotzdem die Position hier von Lucifron ist schon ziemlich mächtig. Hat den Kanon mit dabei, macht sich hier nicht zu viel Stress und schiebt sich hier systematisch nach vorne. Fokust auch wichtige Gebäude, wie zum Beispiel hier den Schießstand. Der ist fast down, das heißt weniger Produktion für den Gegner. Das war sein hinten, könnte wichtig werden, das hat er auch 5000 Hitpoints, da kommt man nicht so leicht durch. Und Stück für Stück schiebt sie diese Armee nach vorne und da wurde die eine Mangel gesniped. Also das sieht für Viper wirklich nicht gut aus. Kann er das irgendwie retten? Kann er das auf irgendeine Art und Weise retten? Dann hier nochmal Produktion, also er kann Einheiten noch bauen, er hat auch noch Ressourcen dafür. Aber Problem ist halt, er verliert hier halt auch mehr und mehr Produktion. Das Haus des Landes kriegt gerade auch schon ein bisschen lager. Das abgeht übrigens immer noch nicht durch, dauert noch 4 Minuten. Es ist so traurig, dieses geschärfte Klingen-Upgrade. Wie viele Jahre das einfach braucht, um fertig zu werden. So, und da geht der nächste Schießstand kaputt. Und in dem waren gerade beide... Oh, da waren die beiden Elite-Upgrades am Laufen. Die waren also auch nicht fertig. Das wird gerade unangenehmer mit jedem Augenblick für Viper. Er hat einen Trupp an Armbrustschützen und Bogenschützen. Aber da ist halt so viel. Vor allem, das sind Mangen. Nichts von dem Trupp ist gut gegen die Mangen. Ja, dessen werden zumindest die ganzen Waffenknete hier zurückgehalten. Aber der Bug wieder auch Schwierigkeiten, der da hochgezogen werden soll. Weil da fliegen auch schon Steine. Da sterben die Dorfbewohner weg. Und somit geht es jetzt hier auch in die Wirtschaft, die der Viper hat. Das heißt, die schwächelt dann auch 94 zu jetzt noch 81. Da kommt der Rüstungspfeil und vorwärts geht's drauf auf diese ganzen Fernkampfeinheiten. Da kommen nochmal neue Schießstände. Da ist auch noch die Belagerungswerkstatt. Kommt da irgendwas Wichtiges, ist die Frage, was irgendwie den Fight drehen kann. Wie gesagt, hier wäre eine Mangel eigentlich auch wünschenswert. Die Rote macht hier nicht so viel Schaden, wird auch sofort abgefackelt. Da fliegt einfach der eine Pfeil von der Rote rüber. Thema erledigt. Hinten wird das Holz abgesammelt, aber jetzt ist Lucifron mittendrin in der Base des Gegners, schickt da schon Reinforcements rein in die Dorfbewohner. Da ist jetzt mal ein Elefant gespawnt. Aber ein Elefant, kann der irgendwie im Kampf groß aushelfen? Ja, das sind irgendwo... Wo ist der Rambok abgeblieben? Hier war mal einer. Anscheinend ist der gestorben. Die Mangel werden auch noch beschossen. Also die Koordination der Lucifron Army fehlt gerade ein bisschen. Der hat sich hier so weit auseinanderziehen lassen, aber man sieht, dass er versucht, das jetzt gerade zu sammeln hier hinten. Also er will das neu aufstellen. Ja, das sind die Madras, das haben wir dabei, aber die Upgrades dauern auch ewig, bis das mal irgendwie fertig wird. Also 11 Minuten. Da sind wir auch noch weiter von der Dorfbewohner kommen angelaufen auf die Mangen, aber sie sterben vorher weg, bevor sie vernünftig was absetzen können. Und ja, sie kriegen eine Mangel, wie es aussieht. Nein, die ist immer noch am Leben. Hier wurden die ganzen Gebäude abgerissen, dass man da besser vorwärts kommt. Aber nein, stattdessen fliegen auch hier wieder Steine. Und für Viper wird das gerade schlimmer und schlimmer. Der Elefant ist mit dabei, kommt mit angelaufen, aber er verliert einfach so viel. Und währenddessen hat der Lucifron die Economy einfach ungestört. Komplett. Das heißt, er kann einfach fröhlich weitermachen. Da wurde jetzt mal die Reliquie auch eingeladen.
Da vorne wird auch, ja, da wird das Sultanspalast abgefackelt. Stück für Stück. Das heißt, das mit der Elefantengenerierung funktioniert gleich auch nicht mehr. Und die Dorfbewohner sind gleich auch in einer gefährlichen Zone, weil der Wald dann weg ist. Und das ist momentan schützende Wald, damit der Gegner nicht so nah rankommt. Also Probleme überall. Der Berg wird zwar nochmal fertiggestellt werden, der wird auch fertiggestellt werden. Der Elefant kommt jetzt anmarschiert. Und da sind aber noch Rutten mit dabei. Wobei die Rutten nicht mehr so krass sind gegen Elefanten. Die machen nicht mehr diesen massiven Damage. Und eine Mange hat es gerade erwischt. Und damit kann tatsächlich Viper Lucifer erstmal zurückschieben. Aber Lucifer hat so viel Geld. Er hat 2000 Gold gerade gehabt. Ihm fehlt es ein bisschen Nahrung. Und das, obwohl er eigentlich einige Fischerboote am Start hat. Ja, da wuselt sich wirklich einiges. Und hier ist, wartet die nächste Armee. Der Wald ist immer noch am Schwinden und der, das Wahrzeichen wurde abgerissen. Entsprechend wird das Wahrzeichen bis zum 4. Zeitalter ist zwar natürlich noch da, aber keine Elefanten mehr mit dazu kommen. Lucifer ist selber noch im 3. Zeitalter. Also er ist da auf einem massiven Push, ohne in der Technologie weiterzugehen, aber er ist trotzdem in einer dominanten Map-Position, hat hier das ganze Goldmining jetzt gestoppt, schnappt sich gerade die heilige Stätte hier drüben. Die andere hatte schon, also dann läuft auch der Countdown-Timer, der Game-Over-Timer. Okay, da wird hier mal das Elite-Upgrade versucht. Auch das braucht 7 Minuten. Die Upgrades brauchen einfach so ewig und die Moscheen sind einfach auch nicht befüllt oder nur wenig befüllt. Also da läuft einfach noch nicht viel. Aber hey, wir kriegen geschafft, die Klingen in 30 Sekunden. Wir kommen da tatsächlich hin zu diesem Upgrade. Jetzt fast nicht erwartet, aber jetzt läuft halt, verteidigen sie alle heiligen Städten, beziehungsweise für Viper gilt, erobre die auf irgendeine Art und Weise. Schießscharten werden abgeschlossen. Das ist alles Lucifer. Das heißt, es sind nochmal seine ganzen Außenposten hier, die jetzt auch nochmal auf Dorfbewohner snipen. Hier ist sogar eine Rottenstellung drin. Hat hier hinten noch Einheiten, dass sie, ja, er hat wirklich seinen Gegner umstellt. Und hiermit noch mehr Schießscharten, dass da überhaupt keine Ressourcen mehr gesammelt werden können. Wie kommt Viper aus der Situation raus? Er hat eine Bombarde, also er kann die Außenposten nach und nach niederschießen. Tatsächlich auch mit der Bombarde ist es ein Two-Hit. Also man braucht nicht so lange auf den normalen Außenposten. Aber da kommt er dann die nächste Armee und das wird dann auch schwierig, die aufzuhalten. Der Bergfried gibt sein Bestes. Ja, das sind die Dorfbewohner, kommen jetzt damit rübergelaufen. Und hier gibt es aber jetzt den Angriff und da stürmt einiges den Berg hoch. Da sieht man die ganze Masse von Lucifer, der jetzt auch das Geld, um sein eigenes für das Zeitalter anzufangen. Und ist jetzt hier mittendrin. Da ist auf jeden Fall das Öl-Upgrade mit dabei. Der erste, Hamburg, geht auch schon mal down. Aber da fliegen gleich die Fackeln. Damit fliegt ja auch sehr, sehr viel Schaden auf diesen Bergfried. Kann der irgendwie halten? Und dann fliegt da sehr viel Schaden rein. Die Roten mit dahinter, die versuchen jetzt hier auf die gegnerischen Roten zu snipen. Da ist natürlich noch die Bombarde als Problemgegner. Die Bombarde hilft gut mit aus. So gut es geht zumindest. Da die Mange wirft nochmal mit rein. Der Bergfried hält noch. Hinten die Fun-Kämpfer werden auch noch am Leben gehalten. Also aktuell, Viper macht das Beste, was er kann aus dieser Situation. Und noch überlebt er. Noch ist er weiter im Game. Noch hält sein Bergfried auch. Und das mit Snipe-Tichen nach und nach Einheiten weg. Es regnen trotzdem die ganze Zeit Pfeile raus aus dem Ding. Und das tut dann über Zeit dann auch weh. Aber Lucifer währenddessen ballert halt sein eigenes Wahrzeichen durch. Ich bin mir sicher, wo es rumsteht. Da steht's. Da ist die weiße Stupa. Das Pseudo-Obo. Das quasi das selbst generierende Obo. Das von alleine Steine erzeugt und automatisch auch den Bonus hier ergibt. Gebetszelt auch mit dabei mit den Reliquien. Und hier kommen Belagungswerkstätten. Und mehrere sind angedacht. Dafür waren die Hirschstände gerade weggeballert. Die Bombarden geben zumindest mal Kontra. Die lassen das so nicht auf sich setzen. Es sind momentan 2 Bombarden da. Das heißt, die Außenposten leiden eben auch. Und zwar ziemlich schnell. Auch die Hirschsteine, ja, werden da nicht mehr lange leben. Also immerhin etwas Antwort, wenn das nicht hier rennt, ein Schamane durch die Gegend rumblinkt. Ich glaube, der wollte eigentlich die Reliquien sammeln, aber kam nicht ganz dazu. Hier drüben, da waren noch ein paar Einheiten, die werden aber weggesniped Stück für Stück. Da wurde eine kleine Mauer, oder sollte eine kleine Mauer gesetzt werden, die ist aber noch nicht ganz fertig. Wobei, kommt man durch den Wald hier durch? Nicht sicher, ob man da durchkommt. So, hier hat High Ground wird weiter gehalten. Also Viper einfach defensiv versucht sein Bestes, das sich durchzuarbeiten. Aber sein Gegner ist halt, ja, voll mit der Bevölkerung. 116,84 zu 51,57. Es ist noch eine recht große Armee dafür, der Viper. Und natürlich, wenn auch mehr Zeit verstreicht, wird die auch noch stark, weil er kommt tatsächlich auf sein Elite-Upgrade. Also die Minuten sind verstrichen und die Upgrades nähern sich der Fertigstellung. Es dauert nur gefühlt Jahre. Das braucht auch nochmal 4 Minuten. Den Kriegselefanten, dass da Ambroschützen drauf reiten. Was haben wir hier noch Schönes? 10 Scheunen, dass man Ressourcen aus den Reliquien bekommt. Also die anderen nicht nur Gold. Hier ist das... Oh, wow. Die sind schon am Ort des Friedens. Die Moscheen können dann tatsächlich mal heilen. Und dann haben wir noch das Letzte mit den Außenposten. Hier wurde mal die Fläche ein bisschen geräumt. Hinten sind noch ein paar Einheiten. Aktuell für Lucifer ist es einfach ein Warten auch und ein Aufrüsten. Weil er kann natürlich selber noch auf seine ganzen Elite-Upgrades gehen, wenn er mal das Geld dafür hat. Beziehungsweise hier kommen die verbesserten Upgrades für die...
Belagerungshafen. Also das sind die Obo-Upgrades, die sieht man ja auch. Da bekommt man nochmal ein paar zusätzliche Prozente, zusätzliche Rüstung, zusätzliche TP, zusätzliche Bewegungsgeschwindigkeit. Also es wird alles ein bisschen besser, als es im Normalfall ist. Kostet auch gut Steine, die Upgrades. Also teuer sind sie schon. Aber ich meine, Lucifer kann sich das leisten. Er hat immer noch 1200... Nein, das ist Wissen bei Viper. Entschuldigung. Er hat nur 300 Steine. Also gut, er kann sich doch nicht alles leisten. Ort hat auch viele Steine, aber die Stupa generiert die ganze Zeit Steine. Also das in Kombination mit einem aktiven Obo, weil ich nicht weiß, ob sein Obo gerade aktiv ist. Das sind auf jeden Fall Steine, die gerade nicht bebaut sind. Wo ist denn sein Obo eigentlich? Da ist es. Es hat noch ein bisschen Steine. Nicht mehr viel, aber 119 sind es noch. Hier wird das mal einmal die heilige Stelle neutralisiert, aber da kommt jetzt auch die gesammelte Army von Lucifron angelaufen. Er ist trotzdem noch nicht auf Elite-Stufe, was mich ein bisschen wundert. Weil die Upgrades dauern bei ihm eigentlich nicht so lange. Er ist ja kein Daily-Spieler. Der hat sich, glaube ich, einfach nicht am Laufen. Ne, da wird nichts produziert gerade in den Kasernen. Und wie man sieht, da steht das Elite-Upgrade noch aus. Und das könnte sich leisten. Er hat 6000 Nahrung und 3000 Gold. Stattdessen gibt es das, was ich schon die ganze Zeit mache, nämlich mehr Außenposten. Das sind seine größten Freunde. Die Heiligenstätten ticken aber immer noch. Also da läuft ein gewisser Timer, mit dem Viper fertig werden muss. Also er kann nicht die ganze Zeit munkern. Er muss eben gucken, dass das Horz geht. Tatsächlich, Lucifer schnappt sich Wirtschaftsupgrades auf Stufe 3. Also holt sich da den Rest mit dazu. Und das sind die Schmiede von Viper. Ballert auch noch die letzten Einheiten raus. Und der Turmkriegselefant ist da. Und die hier sind alle Elite inzwischen. Also die Army kann sich auf jeden Fall noch wehren. Und es wird hier einen entscheidenden Fight um die Heilige Stätte geben. Und nach wie vor alle Zeichen sprechen eigentlich für Lucifron. Mit so viel Ressourcen zu verlieren, wäre ziemlich bitter für ihn. Aber mal sehen. Viper hat schon sehr gute Verteidigungsfights bisher rausgezaubert. Und er hat mehrere Mangen mit dabei. Und Mangen auf Einheitengruppen, da kann viel passieren. Lucifron sagt sich, nee, ich bunker das zu mit Türmen. Er rüstet die auch auf. Kanonenstellung sogar. Also maximale Bewaffnung, was da möglich ist. In Außenposten kann man nur eine Sache reinstellen. Kanonenstellung ist die teuerste. Hier gibt es aber auch Antworten mit einem Bergfried und auch hier noch einen Außenposten. Also es wird hier runtergebaut, wie gesagt. Es wird einen entscheidenden Kampf um die heilige Stätte geben, weil Viper muss die neutralisieren. Ansonsten ist er bald Game Over. Ich glaube, so viel Zeit hat er da nicht mehr. Der Countdown läuft schon ein bisschen. Hier wurde hingegen die Steppenredoute nochmal versetzt, dass dann mehr Gold gesammelt wird. Ne, wir haben 5000, 2000 Ressourcen da. Auf der anderen Seite, Viper hat alles ausgegeben, was er hat. Aber er ist bei 97 Militär zu 102. Also da ist er tatsächlich dran. Hier nochmal ein weiterer Bergkrieg geplant. Da fliegen die Bombarden. Das heißt, die Außenposten gehen uns hier noch nicht wirklich. Jetzt fliegen die ersten Steine mit rein. Jetzt kommt die Army nach vorne. Das sind die Kontersteine. Das trifft nicht so gut. Aber da fliegt es mehr und mehr. Das heißt, Hitpoints verschwinden jetzt gleich auf beiden Seiten. Jetzt kommt der Ansturm. Jetzt geht es in den entscheidenden Fight. Hat hier weiter genug, um sich zu wehr zu setzen. Ein bisschen Bergkrieg noch hochziehen. Da fliegen nochmal Splash Damage mit rein. Die Rutten snipen auf den Elefant. Der Elefant fällt auseinander. Die Mangen sind ziemlich schnell weggesnappt worden von Viper. Ja, die sind richtig schnell weggesnappt worden. Also da war Lucifron dran. Hat die richtigen Ziele gefokust. Und jetzt wird einfach die restliche Army überrannt. Der Bergfried wird... Oh, wird der fertig? Er wird nochmal fertig. Gerade so. Aber trotzdem, die restliche Army von Viper wird abgewandt. Und er hat dann einfach keine Wirtschaft, um das wieder neu aufzubauen. Lucifron muss einfach raus spammen und warten, bis seine Einheiten wieder mit dabei sind. Und er hält nach wie vor vor allem die heilige Stätte. Er wurde auf jeden Fall jetzt auch nochmal gut dezimiert. Zieht sich auch lieber nochmal einen Schritt zurück. Aber Viper weiß, das wird nicht mehr funktionieren. Er hat einfach nicht die Ressourcen, um diesen Fight weiterzuführen zu können. Dafür ist er doch zu weit hinten. Aber ein cooles Abschlussgame von den beiden. Ich meine, es hat angefangen mit dem Riesen-Battle um den Fluss mit Außenposten ohne Ende. Ich glaube, er hatte da easy 30 Außenposten auf dem Feld, Lucy von hier am Ende. Das ist schon eine Nummer. So, hier Dorfbewohner. Das ging da recht geradlinig. Viper hat natürlich die dreifachen Dorfzentren, bis sie dann alle zerstört wurden und er eben angegriffen wurde. Militär war immer das Problem. Ja, er hatte gegen Ende nochmal ein Militär, das da halbwegs rankam, aber dann war der Fight einfach nicht stark genug. Aber gut, also ich meine, sein Gegner hatte ja auch wirklich alle Karten in der Hand, was das betrifft, wie sie die Rohstoffe dann stapeln, weil Lucifer nicht mehr wusste, wofür er das noch ausgeben soll. Wobei er mit seinen Upgrades ein bisschen geschlafen hat, um ehrlich zu sein. Aber gut, kann ihm nichts vorwerfen. Er konnte auf jeden Fall das Geld dann nutzen für die nächste Army und da hatte dann einfach Viper nichts mehr. Das heißt, Viper ist raus und das Finale... Da zieht Lucifron ein und das wird ein Best of Five. Mal sehr gespannt, was da noch alles an Games kommt. Was hast du mir? Bis zum nächsten Mal und ciao.